mal gucken, wie weit komme ich denn hier diagonal, ohne dass es ein bisschen, ohne dass es dann wie so eine hässliche Einkerbung aussieht. Aber irgendwo unter der Shinkansen-Strecke durch oder oben drüber. Komm, passt das doch schon gut hier, wenn man das jetzt bis hier planiert. Genau, da kommen wir hier gut rum. Und eigentlich wäre das jetzt die Möglichkeit, dass jetzt hier zu planieren und dann können wir nämlich einen Tunnel drunter bauen. Wo Glück gehabt, dass da gleich der Shinkansen ankam und da gleich weiterfahren konnte ohne Verzögerung. So, Tunnel drunter. Ich muss aber dort rauskommen. Würde ich eigentlich fast schon dieses Tal, was hier sich ja so ein bisschen ergibt, vielleicht nutzen. Oder ich mache jetzt erstmal eine Linkskurve und baue hier hoch. Wenn ich jetzt hier rumbaue, das wäre noch eher ein Umweg. Ich muss jetzt irgendwie wirklich hier links einen Abzweig machen. Sehr komplexe Maßnahmen, die hier stattfinden. Wo komme ich denn hier mit dem Tunnel raus? Oh. Dort hinten. Wäre mit Signal im Tunnel jetzt kein Problem, aber so geht das leider nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier komme, was wolle, hocharbeiten. Achso, so weit hätte ich das gar nicht planieren brauchen. Jetzt an dem rechten Streckenrand. Ja gut, hier muss ich natürlich mal diese Dreierhöhe einhalten. Ja, na gut, jetzt könnte ich hier vielleicht in diesem Tal rumkommen. Und jetzt ein Stück nach Norden, oder was ist das für eine Himmelsrichtung, Nordwest, weil das hier so über Nordost, weil das ja, wie sagt man, isometrischer Blick ist. Der ist ja hier oben, das ist jetzt dann nicht direkt Norden, sondern müsste, glaube ich, Nordost sein. Je nachdem, wie man da die Karte dreht. Noch so weit. Wir haben noch nicht viel geschafft. Achso, warte mal, ich wollte doch, glaube ich, hier rumbauen.
nicht, glaube ich. Oder? Dreierabstand? Nee, doch, müsste eigentlich gehen. Das heißt 2, zack. Na komm, hier kommt man doch gut durch, ohne jetzt übermäßig planieren zu müssen. Jedenfalls das Stück. Genau. Nee, noch nicht ganz. Ist nicht ganz genau. Na gut, ich glaube, das wäre jetzt, glaube ich, sinnvoller, wenn ich jetzt hier links rum rumbaue. Jetzt nicht die Richtung, wo ich hin will, aber da müssen wir jetzt einfach durch. Oh, schon wieder falsch planiert. Nicht zu verwechseln mit Paniots. So, jetzt gucken wir kurz bei E4 rein. Der Verlust ist größer geworden, dadurch, weil die schneller. Das verstehe ich nicht. Jetzt schneller fahren irgendwie oder wie, hä? Also das finde ich jetzt mittlerweile immer dubioser. Vielleicht sollten wir einfach den Viehtransport komplett einstellen, wenn das so ein Verlustgeschäft ist. Es ist nicht mehr viel, Leute. Es ist nicht mehr viel. Eigentlich müsste man jetzt hier so geradeaus hochsteigen. Eieiei. Dann nutze ich mal den Platz hier aus, der mir zur Verfügung steht. Durch die Dreier-Erhöhung. Nee, das ist falsch. So. Gehen. Dass ich irgendwie dort hinten rauskomme. Ja, gut, aber der bringt jetzt nicht wirklich was. Wenn ich hier hinten noch eins tiefer mache. Wenn ich hier mache, dann kann ich den Dreierabstand nicht einhalten. Das heißt, ich muss hier noch eins tiefer rausgraben. Das war zu tief. Und dann passt es nämlich einfach hier hin. Ist das jetzt hier? Ja, das passt.
Ja, ist halt jetzt auch nicht die direkteste Strecke, aber ich denke mal, von der Streckenführung bezüglich des Terrains haben wir hier das Bestmögliche wahrscheinlich rausgeholt. Jetzt überlege ich, ob ich nicht von oben erstmal weiterbaue. Nee, warte mal, das machen wir so hier. Wie gesagt, diagonale Tunnel wären mal cool. Aber ich glaube, das werde ich genauso erleben wie modulare Flughäfen, nämlich wahrscheinlich überhaupt. Guck mal, der Tunnel, der kommt doch gut. Das werde ich wahrscheinlich genauso wenig erleben wie modulare Flughäfen. Eigentlich müsste man einen Haufen Geld haben, dass man sich einen eigenen Programmierer leisten kann, der das Spiel dann so entwickelt, wie man es persönlich haben will. Ich glaube, da wäre gleich das Erste, das wären dann wirklich modulare... Ach, das geht ja nicht. Wegen der blöden Satellitenschüssel da. Das Erste, was kommen würde, das wären wahrscheinlich wirklich modulare Flughäfen. Jetzt geht es hier wieder hoch. Satellitenschüssel herumsteht, dann ist das halt so. Kann ich das nicht mit einem Tunnel lösen? Gut, Tunnel hier durch, das geht. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch durch dieses Tal hier irgendwie kommen.